211. Wir sind mal wieder gegen 1 Uhr morgens unterwegs. Das ist ja eigentlich die beliebteste Jujunskaya-Zeit, wurde ja schon mal gesagt. Wir müssen mal wieder was in der Nacht machen. Und genau das tun wir. Wir waren ja heute auch schon relativ fleißig. Wer es noch nicht gesehen hat, gab schon zwei Eilmeldungen im Laufe des Nachmittags. Denn jetzt, wo es endlich wieder ein bisschen länger hell ist, jetzt wo man bis 19 Uhr Tageslicht hat und auch mal draußen sitzen kann, ohne sich den Hintern abzufrieren, da lohnt sich das auch, so von draußen ein bisschen in den Nachrichten rumzustöbern. Da werden wir uns häufiger von draußen sehen. Aber das hat jetzt mit unserem Vlog erstmal relativ wenig zu tun. Nur so die grobe Info, wer keine Benachrichtigung bekommen hat, der kann sich die anderen Sachen auch noch anschauen. Wir haben heute schon ordentlich was zum Lachen gehabt mit der heiligen Gretel, die jetzt Ehrendoktor ist. Und ich kann euch schon mal so ein bisschen spoilern, wir werden auch in diesem Vlog einiges zum Lachen haben. Allerdings, bevor wir loslegen, noch eine kleine Off-Topic-Geschichte. Wir haben nämlich einen Geburtstags-Manfred, beziehungsweise eigentlich hat er schon vor einer Stunde nicht mehr Geburtstag gehabt, hatte gestern Geburtstag. Wer ihm also noch nicht gratuliert hat, der kann das jetzt noch nachholen, ist auch anwesend im Chat unser Moderator Manfred. Der hatte gestern ordentlich was zu feiern, ist jetzt mal wieder ein bisschen älter und ich denke, da könnt ihr eure Glückwünsche noch eben loswerden, bevor dann die ernsten Themen losgehen. Wir starten aber schon mal direkt mit den lustigen Sachen. Denn, na klar, so ein bisschen Realsatire zum sehr frühen Freitag, die darf natürlich nicht fehlen. Da rutscht man gleich viel besser ins Wochenende. Und manche Sachen sind tatsächlich so abstrus. Naja, wie Olli immer sagt, die kann man sich beim besten Willen nicht ausdenken. Und da haben wir auch direkt die erste Nachricht, nämlich berichtet von der FAZ. Es geht um unseren kleinen Kobold. Nicht mal um die eigentliche Meldung, die ist gar nicht mal so relevant, denn naja, der Aufhänger der Schlagzeile war, dass das Flugzeug von der Kobold in Georgien die Landung abbrechen musste und nochmal neu anfliegen musste. Ja, wen interessiert's? War noch ein anderer Flieger auf der Startbahn oder auf dem Rollfeld und deswegen musste der Pilot den Vogel nochmal hochziehen. Ja, warum das in der Zeitung steht, ich kann es auch nie sagen. Aber interessant ist, mit was für einer Gurke der Kobold dort aufgeschlagen ist, nämlich mit einem Airbus 340. Das Ding ist ein vierstrahliges Langstreckenflugzeug, Reichweite etwa 13.000 Kilometer. Ist jetzt ein bisschen was anderes als ein Lastenfahrrad. Da brennt ordentlich Kerosin durch mit so einer Mühle. Und wir reden über Georgien und nicht irgendwo über die Antarktis oder sonst was, was wirklich richtig weit weg ist. Georgien, das sind gerade mal 3.000 Kilometer, da kann man im Prinzip auch mit dem Hubschrauber rüber. Na gut, das jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Warum man zur Hölle ein vierstrahliges Langstreckenflugzeug verwenden muss, um da einen Kobold nach Georgien zu bringen, ist mir ein Rätsel. Denn meines Wissens nach gibt es auch gute Linienflüge rüber nach Tiflis. Das soll auch alles möglich sein. Ich habe zumindest Freunde, die sind regelmäßig in Georgien. Die sind da bisher noch nie mit dem Airbus 340 rüber geflogen. Aber hey, beim kleinen Kobold ist das natürlich ganz was anderes. Und auf einer so überschaubaren Strecke, also gerade mal nicht mal 3000 Kilometer, ja, da macht man es drunter selbstverständlich nicht. Da muss der Airbus 340, der Privatflieger, ja, da schon wenigstens sein. War es nicht der Kobold, der uns erzählt hat, sie wolle ja verstärkt mit Linienfliegern fliegen? Wie war es? Zwei Flüge während ihrer gesamten Amtszeit waren mit Linienflugzeugen, haben mit einer regulären Maschine stattgefunden. Die restlichen über 70 waren alles Privatflieger. Uns aber erzählen, mit dem Dieselautofahren ist böse und wir haben Weltuntergang. Wenn man mit einem Langstreckenflieger wie einem Airbus 340, auch nicht ganz günstig das Ding, nach Georgien fliegen kann, Verzeihung, dann brauchen diese Leute mir ganz sicher nicht erzählen, dass es böse und gemein ist, mit einem Linienflieger in den Urlaub zu fliegen. Beim besten Willen nicht, das ist Heuchelei vom Feinsten. Was unser Kobold jetzt schon wieder in Georgien will, ich kann es euch nicht sagen. Also heute hier, morgen da, obwohl es doch mittlerweile Zoom-Konferenzen gibt und alle doch at home stayen, weil wir haben doch Zombie. Naja, der Kobold natürlich nicht. Will ja was von der Welt sehen, man muss ja ordentlich was mitnehmen während der Amtszeit. Wenn man schon Zugriff auf so geile Flugzeuge hat, dann muss man das auch ausreizen, nicht wahr? Wie man als Verteidigungsminister da mit Familie nach Sylt sich begeben kann, mit Regierungsmaschinen. Ja, genauso gut kann man eben auch mit einem Flugzeug, was auf so einer Linie normalerweise nicht mal eingesetzt werden würde, jetzt für normale Passagiere, also das, was man auch buchen kann mit einer Airline, weil es würde sich nicht lohnen, das mit einem Vierstrahler zu fliegen, das Stück, wäre viel zu teuer. Auf einer Linie, auf der so ein Flieger nie normalerweise eingesetzt werden würde, da gönnt man sich als Kobold selbstverständlich schon so ein bisschen mehr. Muss ja gemütlich sein. Aber lassen wir den Kobold nun also in Georgien rumdüsen. Hätte der Pilot die Landung nicht abbrechen und nochmal neu anfliegen müssen, hätten wir da wahrscheinlich nie was von erfahren, wie er dort nach Georgien gereist ist, unser kleiner Kobold. Zeigt aber mal wieder diese wunderschöne Doppelmoral dieser Leute. Schauen wir uns die nächste Meldung an, wo ich auch dachte, also irgendwie
so ein bisschen Schizophrenie schadet nie. Es geht um den Piratenkapitän, unser Gammelahn. Der vor einigen Tagen, mittlerweile ja schon Wochen, durch die Medien gegeistert ist. Dieses Mal nicht, weil er einen Weltuntergang vorhergesagt hat, das macht er ja auch ansonsten regelmäßig, sondern weil er eine Krankenhausreform angekündigt hat, die nun blöderweise, da sind ziemlich viele Verbände, sowohl Krankenhausverbände als auch Patientenschützerverbände, sind relativ schnell auf die Barrikaden gegangen und haben mitgeteilt, wenn diese Reform so durchgeht, wie der Piratenkapitän das plant, dann ist die medizinische Versorgung besonders auch im ländlichen Bereich massivst gefährdet. Dann sind hunderte Krankenhäuser von einer Insolvenz bedroht, dann werden die schließen müssen, werden viele, viele Leistungen abbauen müssen, müssen also ganze Abteilungen schließen, weil sie sich nicht mehr leisten können. Es wird also im Chaos enden. Und jetzt haltet euch fest, was der Lügel berichtet hat. Unser Piratenkapitän, der diese Schwachsinnsreform durchpeitschen will, warnt nun vom Krankenhaussterben. Das meint der Mann ernst. Das Krankenhaussterben, das durch dessen initiierte Reform überhaupt erst relevant wurde, entstanden ist, davor warnt er jetzt. Und besonders im ländlichen Raum könnte ja die medizinische Versorgung bald nicht mehr gewährleistet sein. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, richtig. Aua, aua, aua. Ja, guten Morgen, Piratenkapitän. Da fehlen einem doch echt die Worte. Dieser Typ verkauft es uns als sonst wie geil, wie seine Reform doch ist. Man muss ja die Finanzierung ändern und da dieses Drei-Stufen-Modell einführen, wer da wie viel Geld bekommt, der Krankenhäuser. Wir müssen kleine Krankenhäuser schließen, weil wir brauchen das Personal ja in großen Krankenhäusern. Alles Bestandteil dieser Reform. Dazu natürlich noch die Freigabe der Patientenakten für die Wissenschaft. Ja, nee, ist klar, wohl eher für die Industrie und zwar teilweise ohne Wissen der Patienten. Schön, nicht wahr? Alles dubiose Sachen, die in dieser Reform geplant sind. Und jetzt kommt ausgerechnet der, der diesen ganzen Schwachsinn initiiert hat und dafür auch noch mehr Geld haben will von den Versicherten und warnt davor, dass ein Krankenhaussterben droht. Ich komme da nicht drauf klar. Es tut mir leid, ich kann da nichts Rationales zusagen. Das ist genauso wie wenn... Da fällt mir kein blödes Beispiel für ein, weil das ist schon so grenzdebil, blöder geht's kaum. Es ist einfach, es tut weh. Der Typ, der es verursacht, stellt sich hin und warnt davor, dass die medizinische Versorgung vielleicht bald nicht mehr gewährleistet sein könnte. Ja, frag dich mal wieso, Kollege. Aber das würde ja das da bedeuten. Also, es ist wirklich, es ist einfach nur... Der Piratenkapitän erkennt jetzt, was seine eigene Reform anrichtet. Und es wird noch besser. Jetzt möchte er eine Reform. Kein Witz. Die angedachte Reform zur Krankenhausfinanzierung soll nun eine Reform nach sich ziehen, damit die Krankenhäuser auf dem Land nicht aussterben. Da fällt einem doch alles aus dem Gesicht. Nachzulesen, wie gesagt, im Lügel. Das ist offensichtlich ernst gemeint. Warten wir mal ab, wann dann die Reform für die zweite Reform kommt und für die dritte Reform. Und jede Reform wird natürlich ein kleines bisschen teuer, versteht sich ja von selbst. Solange noch ein bisschen Geld der anderen da ist, kann man es ihnen ja wegnehmen. Aber das sind dann so Momente, da macht man sich doch wirklich Gedanken, ist diese Person überhaupt noch zurechnungsfähig? Das, was über Tage hinweg an schwerster, an heftigster Kritik seiner Reform gegenüberstand, also wo wirklich... Experten, Mainstream-Medien halt, wo wirklich Experten jeglicher Couleur gesagt haben, das ist eine dämliche Idee. Das fällt jetzt dem Piratenkapitän auf und jetzt tut er so, als hätte er das entdeckt, dass das ein Problem wäre. Aber auf seine Reform bezieht das nicht. Es ist irgendwie, es passt zu ihm. Das hat er bei Zombie ja genauso gemacht. Erst wird irgendein Schwachsinn erfunden, initiiert und dann ist es plötzlich ein großes Problem. Ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für überbezahlte Politiker. Aber auch das ist noch nicht alles, denn wir haben noch ein paar völlig andere Themen. Jetzt einen aus der Weltzeitung. Das ist an sich nicht wirklich lustig, aber das zeigt so ein bisschen die grundsätzlichen Mechanismen, die aktuell in der Öffentlichkeit stattfinden. Denn ich ziehe jetzt mal eine kleine Meldung vor, die ist ungefähr schon einen Monat alt, die ist aber relevant, um dann die nächste Nachricht ein bisschen besser verstehen zu können vielleicht. Überlasse ich natürlich euch, was da eure subjektive Einschätzung des Ganzen ist, aber das hat ein gewisses Geschmäckle. Denn Ende
Februar, vor ziemlich genau einem Monat, so um den 21. bis 23. Februar rum, wurde in verschiedenen Medien, Tagesschau und so weiter und so fort mitgeteilt, dass das RBB ab 2024 die Comedy-Sendung vom Herrn Nuhr absetzt. Dieter Nuhr ist so ein Comedian, der soll ab 2024 beim RBB wohl keine Sendung mehr haben. Begründet wird das mit Sparmaßnahmen. Man möchte, naja, gucken, dass man den Gürtel enger schnallt. Das ist ja an sich jetzt auch gar nicht mal so falsch. Aber jetzt kommt der Teil mit dem Geschmäckle. Eben jener Herr Nuhr ist in den vergangenen Monaten damit aufgefallen, muss man ja fast schon, also es klingt ja irgendwie so anrüchig, wenn man das so bezeichnet, aber naja, es ist ja so, wie im Mainstream gearbeitet wird. Er ist damit aufgefallen, dass er beispielsweise beim Thema Waffenlieferungen und Co. nicht auf Regierungslinie war. Der hat nämlich unter anderem den offenen Brief von Alice Schwarzer unterschrieben, hat mitgeteilt, ne, liebe Freunde, das ist eine blöde Idee, wenn man sich da einmischt, da wären Verhandlungen vielleicht ein bisschen sinnvoller, setzt euch an den runden Tisch, schaut, dass ihr euch da ein bisschen, naja, austauscht, und zwar bestenfalls mit Worten. Hat also von Anfang an ziemlich offensiv für, naja, Mainstream Comedians, also für Leute, die irgendwo beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk angestellt sind, hat also ziemlich offensiv seine Meinung kundgetan, dass er damit nicht einverstanden ist. Und jetzt plötzlich, also erst hat er vor einem Monat seine Sendung verloren, oder es wurde angekündigt, dass die Sendung abgesetzt wird. Ja, welch Wunder. Und jetzt hat berichtet die Weltzeitung, dass er nun bei Maischberger zurückgerudert ist. Ja, welche Überraschung. Er hat nun bei Maischberger mitgeteilt, dass es völlig irreal wäre, Verhandlungen anzustreben. Und nein, er hat sich da ja geirrt. Und in der aktuellen Situation geht's ja gar nicht anders, als wie die Hampel das gerade macht. Die Hampel macht das ganz, ganz toll. Alles perfekt. Da kann man überhaupt keine Kritik anmelden. Die machen das absolut einwandfrei. Also, zuerst teil damit, liebe Hampel und liebe Öffentlichkeit, es ist vielleicht nicht die allerbeste Idee, sich da in einen fremden Konflikt einzumischen und zur Kriegspartei zu werden. Danach wird seine Sendung abgesetzt und just in diesem Moment, beim nächsten größeren TV-Auftritt, ja, hab mich da geirrt. Es ist irreal, dass da verhandelt wird. Wir müssen mehr Waffen liefern. Aha. Ein Schelm, wer Böses denkt. Also, vielleicht gibt's da ja keine Kausalität. Das kann ja sein, dass ich da jetzt Gespenster sehe. Aber irgendwie in den letzten Monaten kritisch geworden. Der RBB cancelt ihn. Und kurz danach, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Es ist ja aber alternativlos, was die Regierung macht. Und bitte, bitte, bitte habt mich wieder lieb. Puh, ja. So funktioniert das im besten Absurdistan aller Zeiten. Mal schauen, wie lange es dauert, bis dann die Meldung kommt, wenn er brav genug reingekrochen ist in gewisse Hintertürchen, wann dann die Meldung kommt, dass die Sendung doch weitergeführt wird. Vielleicht nicht beim RBB, sondern bei einem anderen öffentlich-schlechtlichen Dummfunkkanal, das wird sich dann zeigen. Aber das sind doch wirklich Sachen. Also, was für ein Bückebergertum. Entweder ich sage was und stehe dazu. Das hätte er vorher wissen können, dass er dafür aus der Öffentlichkeit gecancelt wird, wenn er da dem Mainstream widerspricht. Oder aber ich lasse es bleiben, dann ist es wenigstens ein bisschen ehrlicher. Oder ich gebe im Vorfeld zu. Ich würde gerne was dagegen sagen, aber wenn ich das mache, dann verliere ich meine wirtschaftliche Existenz. Ich kann es leider nicht. Das wäre das Ehrlichste gewesen, wenn er von Anfang an mitgeteilt hätte. Ja, ich würde da gerne was zu sagen, aber ich kann es mir aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten, weil dann bin ich weg vom Fenster. Es tut mir leid, ich halte mich aus der Thematik raus. Ansonsten, naja, stehe ich mit leeren Händen da. Ich denke, das hätte man in Anführungszeichen nachvollziehen können und man hätte trotzdem mitbekommen, der ist damit nicht einverstanden. Wobei sie ihn dann wahrscheinlich trotzdem rausgecancelt hätten. Aber da sieht man diese Mechanismen, wie das abläuft. Sobald irgendjemand nicht brav genug auf Linie ist, zack, fliegt er raus und danach macht er dann den Salto nach hinten, dreht sich nicht um 360 Grad, wie der Kobold so schön sagt, sondern nur um 180 Grad. Und dann hat er das ja alles nicht so gemeint. Und überhaupt, es ist ja völlig irreal. Er war da auf einem kompletten Holzweg unterwegs. Wir denken uns unseren Teil. Und wir gehen weiter zur nächsten Meldung. Wir springen heute wirklich so richtig von einer Thematik zur nächsten. Aber so macht es auch Spaß, denn so ist ein bisschen Abwechslung da und nicht immer nur das Gleiche. Ihr wisst ja, ich kann es nicht beeinflussen. Ich muss das nur mal nehmen, was am Tag so relevant war in den Nachrichten. Aber ich mag es, wenn man ein buntes Themensammelsurium hat.
Das bringt so ein bisschen Abwechslung rein, so. Naja, Variation. Und dafür gucken wir auch zu einer Meldung, die ist jetzt weniger schön, die ist eher so ein bisschen ätzend. Die führt uns nämlich dieses Mal in Richtung Tagesschau. Die Tagesschau teilt mit, dass unsere Weltuntergangssekte, ihr wisst, deren Frontfigur jetzt als Ehrendoktor in Helsinki an der Theologischen Fakultät eingesetzt wurde. Anni wird ja erst noch ernannt am 9. Juni, Eilmeldung für heute Nachmittag. Es geht mal wieder um neue Straftaten unserer Lieblingssekte. Die, die sich seit mittlerweile über einem Jahr irgendwo im Berufsverkehr festleimen, Nötigungen begehen, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr begehen, teilweise Beleidigungen begehen, Erpressungen begehen, ganz offensiv. Im Hintergrund eine sowas von durchorganisierte kriminelle Vorstandsetage sitzt. Man bewusst mit den Mitteln einer Sekte rangeht, um Rekruten ranzuzüchten. Manipulation, Gruppendynamik, leere Versprechungen ködern, bei uns gibt's Pizza. Man jeden Diskurs abwirkt, sofern er nicht emotional genug ist. Man statt sachlichen Debatten Panikmache haben will, das steht in deren Schulungsunterlagen drin, das hat die Psychologin in dem großen umfangreichen Artikel damals ja so ein bisschen wiedergegeben, was sie da erlebt hat, als sie sich da eingeschlichen hat, haben wir drüber geredet, ich weiß nicht mehr, in welchem Vlog das war. Ich habe euch da so ein paar Sachen ja sogar im Wortlaut vorgelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ist also eine, aber sowas von durchgehend kriminelle Organisation. Ja, der Haldewang, der auf beiden Augen blind ist, der sieht das natürlich nicht. Der hat ja tatsächlich wirklich rausgehauen, das kriminelle Verhalten von deren Mitgliedern, das ändert daran auch nicht, dass es keine kriminelle Organisation ist. Ja, nee, ist klar. Kann man ja mal machen, aber wehe, bei einer regierungskritischen Demo ist auch nur einer dabei, der eine angeblich böse Fahne mit hat, dann ist die ganze Demo aber sowas von durchweg extremistisch. Also, naja, Deutschland halt. Ich glaube, das kann man nicht mehr rational erklären, es geht einfach nicht. Aber wird wohl einen Grund haben, warum man den Haldewang eingesetzt hat, warum man den Maßen absägen musste, weil der hätte da bestimmt nicht mitgelogen. Er hätte das zweite Mal jetzt schon nicht mitgelogen. Aber das ist gar nicht der Anlass der Nachricht, denn es geht mir um was ganz anderes. Die Weltuntergangssekte, die klaut nun auch noch, beziehungsweise eine Sachbeschädigung käme in Frage. Es ist ebenfalls ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, weil unmittelbar Verkehrsteilnehmer dadurch gefährdet werden. Aber schauen wir uns mal an. Die Tagesschau berichtet, dass die Weltuntergangssekte nun seit Anfang des Jahres bereits 250 Verkehrsschilder geklaut hat. Das meinen die Ärzte. Was sie damit machen, ich weiß es nicht. Sie haben wohl laut eigener Angabe zuletzt auf der Autobahn A2 auf etwa 1500 Kilometern Schilder abmontiert. Sie wollen damit ein Tempolimit erzwingen. Okay. Also irgendwie, wenn ich jetzt zum Finanzamt fahre und da das Schild abmontiere, dann muss ich doch trotzdem noch Steuern zahlen, oder? Also wäre schön, wenn es so einfach wäre. Lasst uns einfach am Finanzamt die Schilder abmontieren, dann gibt's keins mehr und schon ist die Sache geklärt. An der Stelle selbstverständlich das da. Also wirklich jetzt nicht ernst nehme ich. Hoffe, das versteht sich von selbst. Auch wenn die Lösung eigentlich ganz geil ist. Wenn sie damit durchkommen, wäre das doch eine Idee. Das meinen die aber offensichtlich ernst. Die fahren da aktuell auf der Autobahn rum und klauen Verkehrsschilder. Und zwar die Tempobeschränkungsaufhebungsschilder, also die durchgestrichenen. Sie wollen damit erwirken, dass die Tempobegrenzung ja auch über diese Etappe hinaus weiter besteht. Wenn sie von der Ampel nicht bekommen, was sie wollen, wenn auf ihre Erpressung nicht eingegangen wird, dann sorgen sie eben selber dafür. Also so ganz rund laufen die nicht mehr, oder? Wir klamüsern das mal kurz auf. Diebstahl, Wegtragen von Schildern, Sachbeschädigung, im Zweifel Aufhängung kaputt machen, was da sonst noch alles anfällt. Gefährdung des Verkehrs, wenn man da mitten auf der Autobahn irgendwo anhält, um da an dem Schild rumzuschrauben, dann sorgt das unter Umständen dafür, dass ein Unfall provoziert wird. Sollte nicht so sein, aber der Standstreifen ist jetzt nicht dafür da, um da Päuschen zu machen und da irgendwelche Schilder zu klauen. Der hat da eigentlich eine andere Bewandtnis. Und dazu kommt noch, dass es wirklich einfach nur jetzt ganz platt gesagt strunzdumm ist. Denn ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, liebe Weltuntergangssekte, aber es gibt sowas, das nennt sich Navigationssystem. Und jeder, der jetzt kein uralt Ding aus den 90ern hat, der hat da eigentlich auch Verkehrsinformationen drauf. Der weiß auch, oder zumindest dessen Auto weiß auch, oder dessen Navi, je nachdem, ist relativ wurscht, wie schnell man auf welchem Teilabschnitt fahren darf. Heißt also, es ist wurscht, ob da ein Schild steht. Das interne Autonavi, was mittlerweile eigentlich in Echtzeit funktioniert bei den meisten Geräten, das weiß sowieso, wie schnell man da fährt. Und ich für meinen Teil, ich kriege davon mit, ob ich da unbegrenzt fahren darf oder eben nicht. Denn wenn da irgendwo 120 ist, dann blinkt mein Navi. Wenn da kein 120 ist,
findet mein Navi nicht. Und das geht vielen, vielen anderen Fahrern ganz genauso. Also selbst wenn man sich da in seinen ideologischen Wahn reinsteigert und da die Schilder klaut, abgesehen davon, dass die Leute, die die Strecke kennen, das sowieso wissen, was da für ein Tempo ist und dass die Schilder sowieso wieder aufgestellt werden und wir die Scheiße bezahlen dürfen, abgesehen davon wissen das in der Regel dann auch Fremde, nicht ortskundige Leute, weil sie normalerweise ein Autonavi mit Verkehrsinformationen mitlaufen haben. Also es ist echt grenzdebil. Es kostet Unsummen, den Schaden wieder zu beheben. Es ist scheiße gefährlich, weil irgendwelche Flitzpiepen eben für gewöhnlich nicht auf der Autobahn rumturnen sollen. Und das hat auch einen Grund. Und gerade bei Autobahnbeschilderungen, muss ich euch nicht erklären, die sind auf beiden Seiten. Heißt, die sind nicht nur auf dem Standstreifen, das wäre ja fast noch harmlos. Könnte man ja noch sagen, ja gut, wenn sie sich da ein bisschen vorsichtig anstellen. Aber nee, auf Autobahnen ist die Beschilderung in aller Regel auch nochmal auf dem Mittelstreifen. Das heißt, die sind da mal eben über der Autobahn spaziert, um da irgendwo sich an den Schildern zu vergreifen. Und Verzeihung, aber spätestens da wird es einfach nur hochgradig fahrlässig und die gehören in die Gummizelle bis anno dezumal übernächstes Jahrtausend. Es sind Sachen, man kann es sich nicht mehr vorstellen. Die selber sind sich natürlich mal wieder keiner Schuld bewusst. Ist ja hip und cool und modern, über die Autobahn zu springen. Ja, sollen sie vielleicht ein paar Lichter fangen gehen, wobei die armen Autofahrer, die es dann ausbaden müssen, sollen sie besser doch von der Brücke springen, aber bitte nicht von der Autobahnbrücke. Ja, ist eigentlich nicht lustig, aber da werden weniger Leute gefährdet als bei dem Irrsinn, den sie da jetzt wieder abziehen. Und komischerweise habe ich bisher noch relativ wenig öffentlichen Aufschrei mitbekommen. Da spazieren irgendwelche Dummbratzen über die Autobahn und es juckt keine Sau. Im Gegenteil, das wird dann von der Tagesschau auch noch total wohlwollend wiedergegeben. Da wird die Sekte auch noch zitiert, da gibt es keine kritischen Stimmen, die da zu Wort kommen. Nö, da wird der Sekte eine Plattform für ihre Propaganda geboten. Schön, kann man ja mal machen, willkommen in Deutschland. In anderen Ländern unvorstellbar. Aber hey, juckt ja auch keine Sau, sind nur unsere Steuergelder, die dafür verwendet werden, um den Schaden wieder zu reparieren, um neue Schilder aufzustellen. Also, es macht wirklich nur noch fassungslos. Kommen wir weiter zur nächsten Meldung. Nehmen wir mal ein großes Tagesthema, denn das ist jetzt wirklich lustig. Ist zwar das zweite große Tagesthema, aber ich denke, das passt jetzt gerade ganz gut zum Thema Weltuntergangssekte und die Apokalypse ist nah. Wir haben nämlich was vom sogenannten Redaktionsnetzwerk, was nicht an Framing spart, aber hey, das kennen wir ja in dem Land schon, da sollte man nicht allzu ernst nehmen, die aber tatsächlich was mitgeteilt haben, was zum Wegschmeißen ist, und zwar so richtig köstlich. Es geht um China. Wir wissen ja, die Chinesen haben sich kürzlich mit den Russen so ein bisschen zusammengesetzt und haben da offenbar ein Abkommen in beidseitigem Interesse geschlossen. Die Chinesen wollen ihre chinesischen Produkte auf den russischen Markt bringen. Die Russen profitieren davon. Dadurch kriegen sie die Produkte, die sie jetzt aus Europa nicht gekauft kriegen, wegen Schwachsinnssanktionen eben von den Chinesen. Und unterm Strich ist es eh das Gleiche, weil die Sachen, die wir hier auf unserem Markt haben, die kommen letztlich auch fast alle aus China. Also da können sie auch gleich in China kaufen, da müssen sie nicht von uns über den Umweg gehen. Naja, muss ich euch glaube ich auch nicht erklären. Die Russen wollen chinesische Produkte haben und dafür kriegen die Chinesen russische Rohstoffe zur Energieerzeugung. Gas, Kohle, nukleare Brennstäbe, alles was man eben so braucht. Das Ganze soll noch ausgebaut werden bis 2030. Da soll also eine relativ stabile Energiepartnerschaft entstehen. Das RND versucht das jetzt so zu framen, dass Russland sich ja den Chinesen unterwirft. Also, liebes Redaktionsnetzwerk, ich weiß nicht, ob ihr da was nicht mitbekommen habt oder ob ich irgendwas verpasst habe, aber soweit ich das weiß, ist das ein Deal in gegenseitigem Interesse. Also, das ist eine Win-Win-Situation für alle beide, von dem, was ich da jetzt so überblicken kann. Bin jetzt weder China- noch Russland-Experte, gestehe ich, aber ihr seid offensichtlich auch nicht. Aber dass sich da irgendjemand einem anderen unterwirft, weil er ein Handelsabkommen schließt, naja, wenn es danach geht, was ist ein absurdes Teil im Vergleich auf Amerika dann? Also, na gut, die Arschkrieger, ne? Wenn China nun die Russen beherrscht, sie als Rohstoffkolonie verwendet, wie es geschrieben wurde, ja, dann hätte ich gerne mal eure Einschätzung zur Stellung Deutschlands im Vergleich zu den USA. Da stecken wir aber so tief in deren Hintereingang, tiefer geht's gar nicht mehr. Aber es geht natürlich nur darum, naja, Framing eben. Die blöden Russen haben sich jetzt unterworfen. Ich weiß nicht, ob sie die Russen damit provozieren wollen. Also keine Ahnung, was dieser Kindergarten soll. Ich erkenne da jedenfalls kein Unterwerfen, weil, naja, die verticken ohne Ende in Milliardenhöhe Rohstoffe, machen damit einen Reibach ihres Lebens und kriegen zudem auch noch die Produkte, die sie von uns nicht mehr verkauft kriegen, und das deutlich günstiger. Aber das angebliche Unterwerfen wurde damit begründet, dass die Chinesen ja Sonderkonditionen wollten. Ja, das will aber jeder bei irgendeinem Wirtschaftsdeal.
das günstige russische Gas, was wir bezogen haben, bevor unsere Hampel gesagt hat, die wollen keins mehr haben, das war auch eine Sonderkondition. Das war auch nicht der normale Marktpreis. Also wir haben da auch von profitiert von Sonderkonditionen. Wenn die Chinesen aber gleichermaßen auch Sonderkonditionen wollen und viel mehr abnehmen, also in viel größeren Dimensionen, dann unterwerfen sich die Russen dem natürlich. Dann ist das ja schlecht für die Russen. Also, wer soll denn den Schnulli glauben? Naja, offensichtlich die RND-Leser. Aber jetzt kommen wir zum eigentlich lustigen Teil. Denn die Chinesen, die sorgen nun vor für eine Spannungslage mit den USA. Sie wollen energiepolitisch unabhängig werden. Sind sie eigentlich eh schon. Und planen nun pro Woche 2 Kohlekraftwerke zu bauen. Meinen Sie ernst? Gibt es wohl bereits Studien, die schon im Januar die Runde gemacht haben. Passt jetzt auch zu den neuen Lieferbestrebungen, Verhandlungen mit den Russen, dass sie da mehr Kohle und solche Sachen haben wollen. Und es scheint wohl zu stimmen. Das RND hat da auch noch einen Lobbyverband gefunden, der das bestätigt hat. Also in ihrem Sinne bestätigt hat, ist jetzt wohl so, dass bei den Chinesen geplant ist, 2 Kohlekraftwerke die Woche. Die werden zwar nicht binnen einer Woche fertiggestellt, ist ganz klar, das dauert ja ein bisschen. Wobei so China, in einer Nachtschicht machen sie das, ziehen sie das Ding hoch. Jetzt überspitzt ausgedrückt. Aber das bringt doch diese gesamte Schizophrenie so ein bisschen auf den Punkt, verglichen mit dem, was in Absurdistan abgeht. Wir müssen jedes Kraftwerk hier abschalten, weil es alles böse. Wir dürfen nur noch Windräder bauen und nur noch irgendwelche Solarplattformen. Und dann haben wir wieder eine Dunkelflaute, dann gibt es wieder keinen Strom. Und dann müssen wir gefälligst ein bisschen kurbeln, damit wir vielleicht doch nochmal die Wäsche waschen können. Also im Prinzip schafft sich Absurdistan gerade ab. Mit der Begründung, wir haben Weltuntergang. Wir müssen das Klima retten. Sofort brauchen Dieselfahrverbote, brauchen Tempolimit, brauchen Tempo 30 in Städten. Wir müssen at home stay. Und China haut raus, na Freunde, 2 Kohlekraftwerke die Woche. Passt. Geil, oder? Und jetzt, wo ist mein Globus? Ich glaube, der ist oben, schade. Verdammter Mist, wenn man ihn mal braucht. Ich kann es euch leider gerade nicht visualisieren, ich weiß nicht genau, wo mein Globus ist. Ich vermute mal, der ist irgendwo oben. Nehmt euch mal den Atlas vor. Oder noch besser, euren runden Globus. Und dann vergleicht mal Absurdistan, wenn ihr es denn überhaupt findet, je nachdem, wie klein euer Globus ist, könnte das schwierig werden. Mit China. Einfach nur mal so von den Größenverhältnissen. China 1,3 Milliarden Einwohner, Absurdistan 85 Millionen. Industrie ist nicht vergleichbar, weil Chinesen ist halt einfach von der Industrie her auf dem Level und Absurdistan, ich sehe es gar nicht so genau. Ich denke, ist klar, worauf ich hinaus will. Es ist wahnwitzig, aber hey, die Chinesen, die haben keinen Einfluss aufs Klima. Wir retten das Klima in Deutschland. Wenn wir hier alle in der Höhle sitzen, dann haben wir das Klima gerettet. Okay? Ergibt nicht allzu viel Sinn, oder? Also wirklich so gar nichts. In Berlin will man nun den Volksentscheid Berlin klimaneutral durchboxen. Berlin ist ein Shithole mit 3,5 Millionen Einwohnern. Aktuell Tendenz übrigens fallend. Also letztes Jahr Tendenz fallend. Oder was, 2021? Naja. Zuletzt hat Berlin Einwohner verloren, weil jeder, der konnte, die Kurve gekratzt hat. Wie zur Hölle möchte der kleine Shithole mit dem rot-rot-grünen Senat mit einer Handvoll Hanseln, wie genau wollen die jetzt das Klima beeinflussen? Während die Chinesen 2 Kohlekraftwerke die Woche bauen. Die Franzosen neue Kraftwerke bauen, die Amis sowieso. Also im Prinzip fast jeder neue Kraftwerke baut. Nur wir hier nicht. Wir wollen ja komplett auf Wind und Sonne umsteigen und dann ist das Klima gerettet. Es ist einfach nur abstrus. Es ist gaga. Manchmal fragt man sich, wissen die Leute, wie dämlich sie sind? Kriegen die das mit? Es wäre schön, wenn das wehtun würde, weil dann hätten sie Symptome des Ganzen. Weil meistens ist es ja so, wenn man blöd ist, dann merken das nur die anderen. Einen selber betrifft das ja in aller Regel nicht und es sieht danach aus, dass da was dran ist. Es ist einfach, es macht fassungslos. Hier kleben sie sich fest und versuchen, die Bevölkerung zu nötigen, zu drangsalieren. Wir müssen jetzt sofort allen das Leben verbieten. Und die Chinesen ganz entspannt, rettet ihr mal eure Welt. Wir bauen zwar neue Kraftwerke die Woche, wollen unabhängig werden von den Amis, haben einen erhöhten Energiebedarf. Danke für eure Wirtschaft an der Stelle. Läuft gut bei uns. Macht so weiter. Ihr habt noch ein paar Unternehmen, die hätten wir auch noch gerne. Und wenn ihr die Welt rettet, dann müssen wir es ja nicht tun. Win-win. Ich verstehe die Chinesen absolut, muss man dazu sagen. Also im Prinzip machen die das genau richtig. Das würde ich an China-Stelle ganz genauso machen, weil die haben jetzt eine einmalige Situation. Ganz Europa schafft sich selber ab. Und dass die da jetzt günstig shoppen gehen können, naja, wer würde das nicht machen? Und dass die dann auch noch mit
einem Land, das eins der größten Rohstoffvorkommen auf dieser Welt hat, aka Russland, dass sie da einen Energiedeal abschließen, beziehungsweise ein Wirtschaftsabkommen. Ja, warum nicht? Also, die wären sie schön dämlich, wenn sie es nicht tun würden. Lasst sich doch die europäischen Trottel selber rausnehmen aus dem Markt. Ist doch gut für die Konkurrenz. Also, jetzt aus chinesischer Sicht. Aber hey, wir retten die Welt. Papillon schreibt gerade, weltweit sollen ca. 1500 neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Da habt das, aber Hauptsache wir schalten unsere Handvoll Kraftwerke, die wir haben, noch ab. Ansonsten geht die Welt unter. Was sagt denn eigentlich die heilige Gretel dazu? Die ist doch jetzt Ehrendoktor. Ja, allerdings nicht in welchem Fach hat man das? Es gibt ja mittlerweile so neumodische Fächer, gibt es ja extra Energiewirtschaft, was man tatsächlich jetzt eigenständig in den Studiengang studieren kann, aber da hat sie keinen Ehrendoktor, sie ist ja Ehrendoktor in Theologie. Das passt ja. Sekte halt. Was sagt denn die heilige Gretel dazu? Wie verkauft sie denn das ihrer eigenen Sekte? 1500 neue Kohlekraftwerke in allen anderen Ländern, aber hier müssen wir sofort abschalten. Naja. Man kann nur noch drüber lachen. Gucken wir uns aber das nächste große Tagesthema an. Das ist leider auch eigentlich weniger lustig, aber auch hier offenbart es mal wieder so ein bisschen die Mentalität gewisser Politfunktionäre. Wir haben nur gerade ein Personalgespräch nebenan. Hey Leute, bleib hier auf, die will nicht spielen. Wir gucken zur Berliner Zeitung und kommen zurück nach Berlinistan, konkret nach Lichtenberg. Da ist ja nun die Wiederholungswahl, die Neuwahl durch. Ist zwar noch nicht ganz klar, inwiefern die überhaupt gültig ist, da sind sie immer noch am Rumklamüsern. Aber es scheint nun so zu sein, beziehungsweise sie sind jetzt schon dabei, die Verwaltung anzupassen. Die ersten Bürgermeister, die werden jetzt abberufen. Weil die neuen Mehrheitsverhältnisse müssen ja wieder gespiegelt werden. Die CDU hat ja massiv gewonnen. Heißt also, die CDU muss dann in der Bezirksverwaltung auch ein bisschen stärker präsentiert werden. Das wiederum bedeutet, dass der rot-rot-grüne Senat eher Stellen verliert. Unter anderem Bürgermeisterstellen. So nun geschehen in Lichtenberg. Da ist ein Bezirksbürgermeister. Kann ich jetzt bitte weitermachen, Leute? Haben wir es dann? Da ist ein Bezirksbürgermeister der Linkspartei nun gegangen worden. Der hat offensichtlich jetzt, oder die Linkspartei hat in Lichtenberg nicht mehr die Mehrheit, die sie bräuchte, um den Bürgermeister zu stellen. Da soll jetzt wohl ein CDU-Bürgermeister kommen. Aber, jetzt wird es spannend, der Mann soll nun, und das haben unsere Blockparteien mehr oder weniger einstimmig entschieden, nämlich die CDU, die SPD und die Grünen, gemeinsam mit den Linken, die waren da allesamt dafür, der soll, jetzt nicht nur der, sondern generell auf solche Fälle soll es zutreffen, die jetzt ihren Posten räumen müssen aufgrund der neuen Mehrheitsverhältnisse, er soll trotzdem bis zum Ende der regulären Legislatur im Herbst 2026 zu 100% weiter bezahlt werden. Ja, der soll seine 10.000 pro Monat weiter kassieren dürfen, ohne einen Finger dafür krumm zu machen, praktisch ohne Arbeit. Das Geld soll weiter fließen, etwa 400.000 Euro bis Herbst 2026. Aber man möchte ja versuchen, dass der vielleicht einen anderen Job bekommt. Dass der irgendwas macht. Die Posten, die man ihm bisher angeboten hat, die wollte er zwar nicht haben. Hat wohl einen Ratsposten angeboten gekriegt. Hat er gesagt, nee, will er nicht. So, jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Also jetzt sinngemäßes Zitat, könnt ihr nachlesen in der Berliner Zeitung. Das, wo er wohl angeblich für qualifiziert wäre. Da ist gerade keine Stelle frei in dem Bereich. Und er hätte sich ja noch nicht entschieden, was er nun eigentlich machen möchte oder nicht machen möchte. Grundsätzlich ist es aber so, dafür, dass das Geld weiter fließt, muss er erstmal keinen Finger krumm machen. Die 400.000 hat er sicher. Wäre zwar schön, wenn er ein bisschen arbeiten würde, das würde ihm dann verrechnet werden, aber eigentlich notwendig scheint es nicht zu sein. Weder aus rechtlicher Sicht noch aus finanzieller, weil mit 400.000 da konnte man gut leben, denke ich. Also das dauert ein bisschen, bis man das verprasst hat. Und da hat er ein Zitat rausgehauen. Angeblich möchte er ja arbeiten. Das hat er auch nicht so formuliert. Er hat hier gesagt, er wäre zu jung, um spazieren zu gehen. Daraufhin habe ich mir die Körperfülle dieses Herrn angeschaut und bin auf den Gedanken gekommen, ein kleiner Spaziergang wäre vielleicht mal angemessen, das könnte ein bisschen helfen. Also wenn er so weitermacht, wird er auch nicht sonderlich alt, ohne das jetzt böse zu meinen. Also ist schon ein bisschen, naja, stellt sich hin, er wäre ja zu jung zum Spazierengehen. Also wer mit 53, es tut mir leid, so aussieht, der sollte schon einmal pro Tag wenigstens ein Stündchen sich bewegen. Da tut ein Spaziergang dann doch nicht nur Not, sondern auch gut. Das nur so ganz am Rande. Ich bin jetzt kein Fitnesstrainer, aber das Bild, was in der Berliner Zeitung war, wenn ich meine Füße nicht mehr sehe, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen. Aber muss jeder selber wissen, vielleicht fühlt er sich ja so wohl, schon klar. Aber dass er dann heraus hat, er wäre zu jung zum Spazierengehen.
die so eine Scheiße raushauen, die sind die Ersten oder die haben es am nötigsten, dass sie sich ein bisschen mal, dass sie mal einen Arsch hochkriegen. Ging natürlich darum, dass er ja angeblich eine Funktion haben möchte. Kann man jetzt glauben oder auch nicht glauben. Naja, allzu groß scheinen die Bestrebungen bisher nicht zu sein, dass man da sich was Neues sucht, weil das, was bisher da zur Debatte stand, das wollte er wohl nicht haben und er wäre ja noch nicht ganz entschlossen, was er nun machen will. Spannend ist aber, wie man nun mit denen umgeht, die es kritisieren. Das wäre nämlich alles Populismus. Also jetzt nicht die Fülle dieser Person, der offensichtlich nicht allzu viel Bock auf Spazierengehen hat, das ist jetzt auch eher was, das ist relevant für irgendwelche Gesundheitsberater, sondern alle, die mitteilen, im Moment ist es irgendwie keine allzu geile Idee, da fürs Nichtstun 400.000 abzugreifen aus Steuergeldern. Das sorgt nur für mehr Politikverdrossenheit, das sorgt nur dafür, dass die Leute die Welt nicht mehr verstehen und das Ganze zurecht. Das wäre ja alles Populismus. Ein Fest für Populisten ist das. Im Moment ist es Populismus, wenn man die Wahrheit sagt. Und es ist nun mal wahr, dass man es nur sehr schwer vermitteln kann, warum es gerechtfertigt sein soll, dass jemand 3 Jahre lang 500.000 abgreifen soll. Also ich sehe da wirklich keinen rationalen Grund dafür. Aber das wären ja alles Populisten, die das machen, besonders die böse, böse AfD. Und das ginge ja gar nicht. Denn diese jetzt demnächst Ex-Bezirksfunktionäre, die wären ja unverschuldet in diese Situation gekommen. Die hätten sich doch darauf eingestellt, dass sie den Posten sicher haben. Ja, Verzeihung, aber das ist doch Schnurzpiep egal. Wenn die sich darauf eingestellt haben, dann sind sie an der Stelle jetzt erstmal ein Stück weit selber schuld. Ist vielleicht eine blöde Idee, sich finanziell davon abhängig zu machen, also keine Alternative zu haben, weil man davon ausgehen können sollte, dass in irgendeinem politischen Feld aufgrund der Neuwahl oder sonst was eben aus Demokratien sich heraus mal ergeben könnte, dass man den Posten wieder los ist. Wenn man da seine gesamte wirtschaftliche Existenz darauf festmacht, irgendwo am Tropf der Steuerzahler zu hängen, dann ist das nicht die allerklügste Idee. Und wenn man irgendwo eine gewisse Qualifikation mitbringt, dann sollte man auch keine Angst haben, wenn der Posten wegbricht, dann sollte man sich anderweitig über Wasser halten können, dann sollte man auch in der Lage sein, in der freien Wirtschaft wieder eine Anstellung zu finden. Aber es ist doch eine schöne Argumentation. Die 10.000 pro Woche, die brauchen sie ja, weil sie wussten ja nicht, dass sie den Posten nicht bis zum Ende der Legislatur haben. Ja, das ist jetzt... Wir gucken mal kurz ein paar Jahre zurück, so die letzten 3 Jahre ganz konkret. Wie viele Leute, wie viele Firmen haben auch nicht gewusst, dass sie aus politischen Gründen nicht mehr arbeiten dürfen und dadurch ihre wirtschaftliche Existenz verlieren? Die Unternehmen sind auch davon ausgegangen, sie können ihre Arbeit fortführen, so wie sie das in der Regel tun. Sie können ihre Dienstleistungen anbieten, ihre Waren verkaufen und so weiter und so fort. Hat auch keiner damit gerechnet, dass die 3 Jahre nicht, oder über fast 3 Jahre nicht arbeiten durften mitunter. Das hat auch keine Sau interessiert. Da ging es nicht darum, ja, die konnten sich ja nicht darauf einstellen. Die wussten das ja nicht. Die müssen trotzdem ihren Umsatz kompensiert kriegen. Da hat keiner was zugesagt. Das wäre ja das wirtschaftliche Risiko, das muss ja sein, das passiert, das wäre ja schade, aber ist halt so. Ja, und warum ist es dann nicht das Risiko eines jeden Politikers, dass es eben sein kann, dass der Posten anderweitig besetzt wird aus gewissen demokratischen Prinzipien, die mitunter zum Tragen kommen, wenn da bei Wahlen was nicht korrekt abgelaufen ist? Warum muss man die dann alimentieren über 3 Jahre hinweg und zwar zu 100%? Wofür? Jeder andere, der steht auf der Straße, wenn die Firma pleite geht, aus politisch forcierten Gründen. Der sagt auch keiner, ja, du kriegst jetzt 3 Jahre lang 100% deines Gehalts weiter. Aber wenn es um irgendwelche Bürgermeisterhandel gehen, die nun wirklich genügend Möglichkeiten hatten, Geld beiseite zu legen, weil 10.000 pro Monat verbrassen ist relativ schwer, auch wenn man in Berlin wohnt. Wenn es um sowas geht, naja, dann. Die sind doch drauf angewiesen. Die können ja nichts dafür. Die wussten doch nichts davon, dass sie den Posten vielleicht wieder los sind. Die dürfen ihre B4- bzw. B6-Stelle selbstverständlich bis zum Ende behalten. Auch wenn sie keinen Finger für krumm machen. Das sind so Sachen, die machen einfach nur fassungslos. Schauen wir uns aber die nächste Meldung an. Wir haben noch was völlig anderes. Das auch nur so ein bisschen am Rande, weil ich dafür keine Mainstream-Quelle habe. Das ist immer ein bisschen doof, da kann man ja schlecht was zitieren. Ihr wisst ja, Zensurgefahr, deswegen verweise ich euch nur auf einen Text, den ihr euch eigenverantwortlich anschauen könnt, wenn euch das interessiert. Inwiefern da der verifiziert ist oder nicht, das lässt sich für mich nicht prüfen. Ich kenne auch das Portal, das ihn in Anführungszeichen oder das ihn nicht übersetzt hat, aber das über ihn berichtet hat, nicht allzu gut. Da bitte selbst reinschauen, ich kann also zur Quelle nicht allzu viel sagen. Es geht aber wieder um einen weiteren Bericht von dem Herrn Hirsch, ich kann es nicht aussprechen, der amerikanische Journalist,
der nur doch relativ kritisch mal nachgefragt hat, Moment, das mit den Pipelines, das kann aber nicht so sein, wie uns das verkauft werden soll. Dass man da mit der Segeljacht rausfährt und da, naja, diesen ganzen Schnulli, was wir uns da erzählen wollten. Im Hintergrund düst gerade ein flattes Tentrum, der hat seine 5 Minuten. Ihr wisst ja, wie das mit Katzen ist. Ich weiß nicht, was er gerade gemacht hat. Irgendwie ein bisschen zu viel Diesel getankt heute. Der ist hier am Schießen wie sonst was. Hey, Kater, ist dir langweilig? Fladdy, komm hier. Jetzt kommt er vielleicht mit vor die Kamera. Na, auf jeden Fall wisst ihr alle, von wem ich rede. Der die offizielle Mainstream-Berichterstattung so ein bisschen zerlegt hat und das Ganze ziemlich fachlich fundiert gemacht hat. Und die These aufgestellt hat, na Moment, die dafür in Frage kommen, die Mittel dazu haben, um das durchzusetzen, die sind relativ begrenzt und die Spur führt jetzt doch eher zu unseren Freunden. Ja, die Freunde, die uns die Infrastruktur wegschießen, ist geil. Nun hat dieser Journalist vor einigen Jahren noch mit Preisen überhäuft, mittlerweile ist er umstritten und mit Vorsicht zu genießen, laut Mainstream-Einschätzung. Jetzt diffamiert man ihn. Ja, warum wohl? War er einmal nicht linientreu genug und schon ist er der böse Buhmann. Jetzt hat er einen weiteren Text veröffentlicht, der sich damit beschäftigt, dass zumindest im Raum steht, dass das Senilus wohl davon gewusst haben könnte. Und zwar geht es um ein Treffen der Dementen Anfang März. Senilus und der Opa, die sind zusammengekommen. Da ist das Senilus rübergeflogen. Hatten während der, ich glaube 3 Tage waren es, aber nur 2 öffentliche Termine. Haben sich aber außerhalb dieser öffentlichen Termine angeblich wohl nochmal 80 Minuten zurückgezogen zu einem nicht öffentlichen Treffen, wo wohl auch die Berater nicht dabei waren. Wo es laut Quelle, ja es ist jetzt eine blöde Quelle, aber laut Quelle von dem Herrn Hirsch wohl darum gegangen sein soll, die Pipeline-Geschichte aufzuklären. Wo dem Senilus wohl Informationen zur Pipeline-Sprengung gegeben worden sein sollen. Ich kann es nicht prüfen, kann keiner so wirklich nachprüfen, das ist ja das Problem. Dass die Quelle nicht benannt wird, ist wiederum nachvollziehbar, weil entweder wäre er tot oder am Knast, wenn er auffliegen würde, wer das rausgegeben hat, wenn es denn stimmt. Sind halt so Sachen, ist immer scheiße, wenn man das zitieren möchte. Nachlesen könnt ihr es aber entweder bei einem Portal, das nennt sich tkp.at oder dort direkt verlinkt, im englischsprachigen Text von dem Herrn Hirsch auf seiner eigenen Seite. Die Seite sah für mich authentisch aus, also habe jetzt keinen Grund gehabt, an der Echtheit der Seite zu zweifeln. Ich habe es auch von unserem Papillon in unsere Konfliktgrotte gepostet bekommen, also das halte ich auch immer für verifiziert. Wenn der Papillon was reinschmeißt, ist das normalerweise kein Scheiß. Das sind da Sachen, die lassen sich meistens relativ gut prüfen, wenn es da normalerweise noch andere Quellen zu gibt, aber in dem Fall leider eben nicht an der Stelle, deswegen... Lest es euch selber durch, wenn es euch interessiert. Aber es ist ja auch nicht wirklich was Neues. Also, dass Senilus mutmaßlich Bescheid gewusst hat, stellt sich nur noch die Frage, ob er es vorher schon wusste, vor der Sprengung oder erst danach dann drüber informiert wurde. Dass da offensichtlich Wissen vorhanden ist bei der Hampel, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was uns sonderlich stark überraschen sollte. Also, wenn man da ein kleines bisschen unverblümt rangeht, naja, wird einen Grund haben, warum die Hampel sich dazu ausschweigt, warum, obwohl ein sündhaft teures, eigentlich überlebenswichtiges Infrastrukturobjekt so rum. Wenn das gesprengt wird, sollte da eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf liegen. Da sollte man aber alles dran setzen, dass das aufgeklärt ist. Da sollte da ordentlich gedrommelt werden im Bundestag. Da muss verdammt nochmal richtig nachgeschaut werden. Wie kann das sein? Wer war das? Und da müssen auch Konsequenzen kommen. Es ist schon merkwürdig, wenn man sich dazu ausschweigt und das Thema auf Biegen und Brechen versucht zu vermeiden und zu umschiffen. Dass keinerlei kritische Fragen dazu gestellt werden, auch bei dem Ami-Besuch gab es da wohl nichts in die Richtung, dass man da mal nachgehakt hätte. Nö, das zumindest öffentlich nicht. Also man versucht es totzuschweigen. Und das hat schon einen arg komischen Beigeschmack. Wenn das die bösen Russen gewesen wären, was meint ihr, was da los wäre? Was da am laufenden Band für eine Berichterstattung wäre? Russischer Angriff auf Energieversorgung und so, naja. Muss ich euch, denke ich, nicht erzählen. Das Framing könnt ihr euch vorstellen. An der Stelle wäre es dann sogar gerechtfertigt. Aber so rum. Wenn der mutmaßliche Täter nicht ins Schema passt, was die Politik gerade gerne hätte. Da hauen sie ab. Da will ja keiner hinschauen. Und wir müssen ja abwarten. Wir dürfen nichts überstürzen. Wir müssen das ja erstmal evaluieren. Und naja, warten wir doch mal. Bitte, bitte keine voreiligen Schlüsse. Und alleine dieses Verhalten deutet darauf hin, dass da aber sowas von was dran ist an dieser These vom Herrn Hirsch. Aber wenn es euch, euch interessiert, guckt selber rein in den Artikel. Solange ich keine Mainstream zensursichere Quelle für euch habe, können wir da nicht tiefgehend darüber reden, sonst schmeißen sie uns den Stream wieder weg. Aber ich habe euch mitgeteilt, wo ihr es findet und es ist wirklich hochinteressant. Ob ihr es nun glaubt oder nicht, überlasse ich natürlich euch. Die Indizien, die sprechen aber definitiv dafür.
Da wurde gerade der Link gepostet. Dankeschön, Manfred. Das ist der zum englischsprachigen Text. Also da gerne mal einen Blick drauf werfen, wenn ihr kein Englisch könnt, was sehr unwahrscheinlich ist. Mittlerweile gibt es ja nun auch relativ gute Übersetzungstools. Ich kann euch DeepL empfehlen. Viele Internetbrowser haben den eigenen Übersetzer eingebaut und gerade mit der englischen Sprache kommen die eigentlich relativ verlässlich mittlerweile klar. Wenn ihr jetzt irgendwas auf Chinesisch übersetzen wollt, gut, das ist dann vielleicht ein bisschen holprig, aber Englisch zu Deutsch, das sollte keine große Schwierigkeit mehr sein. Gucken wir uns aber das nächste Thema an. Ich weiß gar nicht, haben wir noch eins? Wir sind relativ flott durch. Na, vielleicht noch eine kleine Ankündigung für nächste Woche. Das könnte einige von euch betreffen. Nämlich vom NDR, obwohl da heute jeder drüber berichtet hat. Also das könnt ihr euch wirklich eine Quelle eurer Wahl suchen. Da gab es kaum eine Plattform, bei der ich da nichts zu gelesen habe, in unterschiedlichster Ausführung. Der NDR teilt mit, dass am nächsten Montag, dass am nächsten Montag ein Großstreik ansteht, der dieses Mal den ÖPNV betrifft. Also der Fernverkehr wird wohl weitestgehend komplett eingestellt. Der Nahverkehr zu großen Teilen auch. Das kommt ein bisschen drauf an, welche Subunternehmen das ist, aber die ODEG ist wohl mit drin, norddeutsche Unternehmen sind mit drin. Dann wird wohl auch im Nahverkehr relativ wenig fahren. S-Bahn sind mitunter von betroffen. Da müsstet ihr euch dann mal auf den Webseiten eurer lokalen Nahverkehrsanbieter informieren, ob die da auch mit dranhängen oder nicht. Das ist jetzt ein relativ klein Ding. Wenn wir da jetzt umfangreich drüber reden, welche Unternehmen sich daran beteiligen, sitzen wir morgen früh noch da. Dann müsst ihr wirklich gucken, ob das in eurer Region auch euer lokales Nahverkehrsunternehmen betrifft. Grundsätzlich geht es um die Deutsche Bahn. Fernverkehr komplett tot. An Flughäfen sieht es nicht besser aus. Viele Flughäfen komplett abgeschnitten vom internationalen Luftverkehr. Betrifft mitunter sogar irgendwelche Tunnelanlagen. Könnte sein, dass die nicht betrieben werden, weil die Autobahnmeisterei wohl ebenfalls streiken will. Dazu kommt, dass der öffentliche Dienst generell auch nicht unbedingt unbeteiligt ist. Krankenhäuser, Kitas und so weiter und so fort. Mitunter sogar morgen schon. Ist also ordentlich was los, weil Verdi und die EVG mehr Macht haben wollen. Die wollen mehr Knete und mehr Macht haben, politisch gesehen. Das ist jetzt gerade eine günstige Situation, da ein bisschen Wirbel zu machen, weil in Frankreich massive Ausschreitungen stattfinden. Da kann man ja die Stimmung aufgreifen und auch in Absurdistan ein bisschen Stress machen, was dabei immer wieder vergessen wird. Also klingt ja erstmal ganz nett. Sie wollen da 10 bzw. 12% mehr Geld haben. Nee, 10,5% oder 12%, je nachdem. Verdi will 10,5%, die EVG will 12% bzw. mindestens 500 oder 650 Euro pro Monat. Oh, klingt ja erstmal geil. Also jeder von uns hätte gern 500 Euro mehr pro Monat. Problem ist, das sind alles öffentliche Gelder, also aka unser Geld. Ist dann nicht ganz so geil. Noch mehr Steuergelder, die rausgeballert werden. Frage ich mich, wer sich das leisten können soll. Ja, Inflationsausgleich von wegen. Die Inflation wird man damit nicht beheben. Haben wir schon 100-mal gesagt, wirklich sinnvoll wäre, dass mehr Netto vom Brutto behalten werden kann und schon wäre das Problem gelöst. Mehr Bruttolohn sorgt lediglich dafür, dass noch mehr Geld oder dass wiederum mehr Geld in die Taschen der Ampel fließt, weil dann auch höhere Steuern und Sozialabgaben und der ganze Schnee. Und unterm Strich bleibt da nicht allzu viel mehr übrig bei den Arbeitnehmern. Da haben sie eigentlich nicht viel von, weil die Abgaben steigen, eine Inflation auch noch mit reinhaut. Also letztlich haben sie mitunter möglicherweise sogar weniger, als sie jetzt haben. Aber das sind dann Einzelfallbetrachtungen. Wirklich sinnvoll wäre, dass sie ihr Bruttogehalt, so wie es ist, für sich hätten. Zumindest oder wenigstens weitestgehend so, wie es ist. Das ist nämlich gar nicht so schlimm. Und nein, Manfred, 20% mehr Gehalt wäre eine ganz dämliche Idee. Denn wir reden hier nicht über Unternehmen, die sich irgendwo über Gewinne am Laufen halten, sondern in sehr, sehr vielen Fällen aus Steuergeld bezahlt werden. Nicht alle, es kommt jetzt ganz drauf an. Ist aber insgesamt ein bisschen scheiße, weil das alle anderen bezahlen müssen, die schon jetzt ebenfalls nicht von ihrem Geld leben können. Bedeutet also, wenn es ganz blöd läuft, braucht man wieder irgendwelche Zusatzsteuern, die eingeführt werden. Und das reißt dann letztlich so ziemlich alle anderen Nettosteuerzahler mit in den Abgrund und beflügelt die Inflation noch zusätzlich. Also nein, damit lässt sich kein Problem lösen. Aber das hat man schon 100.000 Mal. Warten wir mal ab, wie es da nun aussieht. Wird wahrscheinlich so sein, dass einige von euch da nächste Woche ganz böse reinrennen. Deswegen da ein bisschen vorher schon planen, wie ihr das möglicherweise umgehen könnt. Ist immer ein bisschen abstrus, wenn euch erzählt würde, sollt gefälligst alle mit dem ÖPNV fahren und Auto fahren ist böse. Man sich aber gleichzeitig in keinster Weise darauf verlassen kann, dass das überhaupt funktioniert. Also wer sich darauf verlässt, dass jemand anderes ihn von A nach B bringt, es tut mir leid, der ist verlassen. Geht besonders an die, die sich immer hinstellen und am lautesten schreien, man braucht kein Auto, man braucht keinen Führerschein, wir haben den ÖPNV. Ja, den habt ihr so lange, solange andere euch großzügigerweise transportieren. Und wenn die es nicht machen, guckt aber blöd in die Röhre. Und gerade beim Thema
Brücken und irgendwie Autobahnunterführungen ein bisschen drauf achten, dass er vielleicht die Landstraße im Zweifel nimmt, wenn er da irgendwie durch die Elbbrücke müsste oder so. Die Elbbrücke soll wohl von in einem Notbetrieb geschaltet werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Realität aussieht. Aber wenn ihr irgendeinen Engpass auf der Stelle habt, wo es sein könnte, dass es da Probleme gibt am Montag, dann schaut euch da vielleicht Sonntagabend schon mal eine Alternativroute an, damit er eben da nicht drin stecken bleibt. Aber da wir es gerade angesprochen haben, Thema Frankreich, oder ich habe es ja gerade so ein bisschen am Rande erwähnt, schauen wir mal rüber nach Frankreich, denn da brennt die Hütte. Und das jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ist jetzt nicht im übertragenen Sinne. Da berichtet nämlich der Lügel, dass Demonstranten in Bordeaux nun das Rathaus angezündet haben. Das ist übrigens ernst gemeint, also jetzt, es tut mir leid, dass ich jetzt hier sitze und grinse, aber es ist halt irgendwie, naja, schon so ein bisschen... Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Es bringt nichts, muss man dazu sagen, denn wer zahlt den Schaden, liebe Franzosen, das seid ihr selber. Also wenn ihr da die Rathäuser abfackelt, werden die Rathäuser wiederum aufgebaut und das sind eure Steuergelder, die da reinfließen. Also eigentlich kann das Rathaus weder was dafür, noch habt damit was gewonnen. Ich kann es aber ein Stück weit nachvollziehen, dass die Franzosen sich den Scheiß nicht gefallen lassen wollen. Das sollte man aber vielleicht trotzdem überlegen, ob das dann einen Sinn ergibt, Millionen Schäden anzurichten, die dann am Ende man selber wiederum bezahlt. Also das ist nicht so klug. Aber Frankreich ist halt ein bisschen anders unterwegs, was das angeht. Weiterhin gab es Ausschreitungen in Paris. Es sind mehrere Millionen Leute auf die Straße gegangen. Einer der größten Proteste der letzten Wochen. Und es geht nochmal darum, dass sie mit der Rentenreform nicht einverstanden sind. Nein, Sandro, natürlich nicht. Nichts machen, absolut nicht. Aber man sollte vielleicht vorher nachdenken, was einen Sinn ergibt und was keinen Sinn ergibt. Und nein, irgendwelche Gebäude abfackeln ergibt in der Regel keinen Sinn, weil die Franzosen es am Ende wiederum selbst finanzieren müssen, dass wieder aufgebaut wird. Ja, schönes Zeichen, ein Zeichen, wo du dann anschließend deine eigene Tasche öffnen musst. Nee, das sollten sie anders machen, da sollten sie da ansetzen, wo es der Politik wirklich wehtut. Und zwar beispielsweise deren, ich habe es ja vor ein paar Monaten schon mal gesagt, dass es ein absurdes Tanz vielleicht auch ganz sinnvoll wäre, das lahmlegen, was die Politik betrifft, nämlich deren Fahrdienste, deren Dienstleister, deren Infrastruktur, damit die auf dem Trockenen sitzen. Das wäre wirklich sinnvoll. Willkürlich auf irgendwelche Gebäude oder auf fremdes Eigentum loszugehen, Schwachsinn, absoluter Blödsinn. Aber schauen wir uns nochmal an, was den Protest hervorgerufen hat, den ich übrigens sehr begrüßenswert finde, weil die Franzosen sich eben nicht jeden Scheiß gefallen lassen. Die Rentenreform sieht so aus, dass bis 2030 war es, schrittweise das Rentenalter von 62 auf 64 angehoben werden soll. Aktuell gehen die Franzosen wohl regulär mit 62 Jahren in Rente. Träumt man den Absurdistan nur von? Ich glaube, hier ist es jetzt 67, haben sie jetzt schon durchgeboxt, zumindest in Teilen. Oder 65 war ja mal die Regel. In Frankreich 62 und das soll nun auf 64 angehoben werden. Da sagen die Franzosen aber, nö. Und das konnte ich nachvollziehen, dass die Franzosen da nee sagen. Und was das Ganze noch ein bisschen pikanter macht, die französische Regierung hat das Ganze ohne Parlamentsabstimmung durchgepeitscht. Die haben das am Parlament vorbei durchgeschleust und haben mitgeteilt, so, liebe Bevölkerung, das kriegt ihr jetzt von Latz geknallt. Mit Ach und Krach haben sie ein Misstrauensvotum überlebt, haben sie vorher halt ausgeklingelt, dass da bloß genug noch da sind, die Macaroni und Konsorten an der Macht halten, also damit er bloß sein Post nicht verliert. Das klingt wieder nach so einem Klo-Deal. Also durchgepeitscht durchs Parlament, aber ganz knapp noch genügend Unterstützer zusammengekauft oder was auch immer, damit sie das Misstrauensvotum überstehen. Das hat die Franzosen gegen sie aufgebracht und das ist völlig berechtigt, weil das ist eine Unterwanderung demokratischer Strukturen. Wenn eine Regierung da was durchpeitscht per Verordnung oder Notstand oder sonst was oder in dem Fall am Parlament vorbei, ist es nicht unbedingt die eleganteste Art. Sollte man vielleicht unterlassen. Könnte aber nach wie vor noch dazu führen, dass die Regierung darüber zu Fall gebracht wird. Jetzt nicht mehr über ein Misstrauensvotum, aber wenn das so weitergeht, wenn der Protest in Frankreich anhält, wonach es aktuell ausschaut, dann ist das durchaus möglich, dass die Regierung ihren Hut nehmen muss. Und jetzt einfach mal kurz überlegen. Wegen einer für aus absurdistanischer Sicht banalen Erhöhung vom Renteneintrittsalter. Jetzt nicht, dass ich das irgendwie kleinreden will, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe da vollstes Verständnis für. Ich finde das gut, dass die Franzosen sagen, mit uns könnt ihr die Scheiße nicht abziehen. Aber vergleicht mal die Dimension. In Absurdistan wollen sie die Rente ja mittlerweile auf, haben sie ja schon die ersten Wirtschaftsexperten gesagt, die müssen aber jetzt bis 70, mindestens bis 74 arbeiten oder was war es, hatten wir drüber geredet im Vlog. Und dass hier mal irgendwie so ein kleines bisschen Widerspruch kommt, ach, vergesst es in Absurdistan doch nicht. Da sitzt Absurdistaner da. Okay, das finden wir jetzt zwar doof, aber passt schon. Und in Frankreich brennt auch im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte. Da gehen sie richtig auf die Barrikaden und wenn sie damit so weitermachen, dann wird kurzfristig die Regierung so nicht mehr haltbar sein.
dann wird es dazu führen, dass Macron zurücktreten muss. Das will er natürlich nicht. Vorher werden sie wahrscheinlich wieder versuchen, die Demonstration zu zerschlagen, niederzuknüppeln oder, naja, vielleicht schießen sie auch auf Demonstranten. Das hat man ja bei den Bauernprotesten in Holland versucht. Kann ich mir in Frankreich gut vorstellen. Hat die EU ja auch vorgesorgt, dass sie da aus anderen Ländern Einheiten ranziehen kann, die dann ganz legitim, also rechtlich korrekte Aufstände niederschießen können. Das ist ziemlich pervers, aber das ist ja... Oh Gott, wo stand das drin? Da haben wir vor Jahren mal drüber geredet, dass da Proteste niedergeschlagen werden dürfen, dass die Leute auch abgeknallt werden dürfen, im Zweifel, um die Regierung zu schützen. Das ist wirklich krank. So ein EU-Ding. Ist bisher wohl noch nie zum Einsatz gekommen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass, wenn der französischen Regierung da die Hose brennt, dass sie dann zu solchen Mitteln greifen. Aber warten wir mal ab, ob es eskaliert oder ob sie dann doch irgendwann sagen, ja, da haben wir ein bisschen Scheiße gebaut und die Konsequenzen draus ziehen. Das wird sich in den nächsten Wochen dann rauskristallisieren. Aber es ist ein interessanter Unterschied zum Lissabon-Vertrag. War das Lissabon? Kann sein, ich habe ihn hier im Schrank, müsste ich noch mal nachschauen. Wir hatten da vor zwei Jahren oder so mal drüber gesprochen. Ist noch gar nicht so alt, dass das eingeführt wurde. Aber zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, ist ein relativ interessanter Unterschied in der Mentalität. Da gehen Millionen auf die Straße, weil sie mit dem, was deren Regierung da abzieht, berechtigt nicht zufrieden sind. Was ist denn absurd da? Die Regierung zieht die größte Scheiße des Jahrtausends ab in den letzten drei Jahren. Okay, dann sagen wir das Jahrhunderts. Jahrtausend ist noch schwer zu sagen. Gut, dieses Jahrtausends definitiv. Aber was hat ja gerade erst angefangen? Die Regierung zieht die größte Scheiße seit Bestehen der Demokratie ab. Und was macht der Absurdistane? Diffamiert die Leute, die auf die Straße gehen. Die Regierung ist ja geil, will nur unser Bestes. Und die auf die Straße gehen, sind Schwurbler, Nazis, Verschwörungstheoretiker. Bloß nicht mitmachen, weil sonst marschiert man ja mit Rechten, nicht wahr? Das ist die deutsche Mentalität. Ja, und wenn das, was die Regierung macht, scheiße ist, dann ist es halt so, immer noch besser als Nazi zu sein. Ja, die Franzosen sehen das ein bisschen anders. Der einzige Grund, warum in Absurdistan wirklich mal protestiert wird, ist das da. Das ist traurig. Sehen wir jetzt, was da am Montag geplant ist. Wenn sie ein kleines bisschen mehr Knete haben wollen, von dem sie nichts haben werden, weil der größte Teil sich sowieso in die Taschen der Regierung fließt, da stehen sie aber allesamt Spalier. Da sind sie dann plötzlich da. Da können sie demonstrieren. Da können sie dann auch mal streiken. Wenn es aber um massives Unrecht geht, darum, dass Hunderttausenden die Existenzgrundlage genommen wird, Grundrechte abgeschafft werden, per Verordnung an Parlamenten vorbeiregiert wird, da kommt keine Sau mal auf die Idee, da vielleicht zu sagen, so jetzt wäre es eventuell begründet, dass wir da mal streiken. Nee. Aber wenn sie ein bisschen mehr Gehalt haben wollen, dass sowieso wieder aufgefressen wird von eben jener Politik, dann können sie plötzlich alle. Das finde ich so widerwärtig. Also es tut mir leid, da sieht man auch wieder, was für Prioritäten irgendwelche Schwachsinnsgewerkschaften setzen. Da geht es nämlich nicht um irgendwelche Arbeitnehmerrechte, da geht es darum, dass die politische Macht haben wollen. Und wenn ihre Mitglieder mehr verdienen, dann verdient die Gewerkschaft hier auch wiederum dran. Ist ja, naja, muss ich euch nicht erzählen. Das ist doch echt, das ist bitter, oder? In Frankreich wegen banalen 2 Jahren, die sie später in Rente gehen sollen, also banal jetzt nicht so verstehen, dass ich es für sinnlos oder für irgendwie nicht schlimm halte. Vollstes Verständnis für die Franzosen. Aber im Vergleich, was sich die Leute in dem Land hier gefallen lassen, verglichen mit dem, was passiert, wenn die Franzosen 2 Jahre länger arbeiten sollen, ich sehe da einen kleinen Unterschied. Klitzekleinen Unterschied, wie das aufgefasst wird. Ja, aber hey, hier funktioniert es nur auf diese Weise. Sagt sehr viel über die Bevölkerung aus. Sicherlich nicht alle. Wir haben ja auch gesehen, dass sehr, sehr viele hunderttausend Menschen demonstriert haben, protestiert haben in den letzten 3 Jahren. Aber was hat denn mehr oder weniger die Gesamtbevölkerung daraus gemacht? Ja, natürlich haben viele unter der Hand gesagt, ja, wir sind ja eigentlich nicht damit zufrieden, was die Regierung gerade abzieht. Wir finden das ja eigentlich doch ganz gut, dass da demonstriert wird. Wir selber trauen uns aber nicht. Aber eigentlich ist es ja gar nicht mal so schlecht, was ihr da macht montags. Aber wenn sie dann öffentlich mal gefragt wurden, ah nein, Nazis, Verschwörungstheoretiker, alles nur Schwurbler, distanzieren wir uns von. Ja, Mentalitätsunterschied, aber sowas von. Und da müssen sich jetzt die wenigsten von euch persönlich angesprochen fühlen. Ich glaube, ihr habt das auch schon verstanden, wie ich es meine. So diese öffentliche Wahrnehmung des Ganzen. Es war doch Volkssport über Jahre hinweg, all jene, die das Maul aufmachen, zu diffamieren. Und da haben teilweise selbst die mitgemacht, die es eigentlich gut fanden, dass andere das Maul aufgemacht haben. Einfach aus Angst, aus vorauseilendem Gehorsam, weil es ein bisschen geil ist, sich selber wichtig zu machen. So dieses klassische, dieses Mitläufertum.
Das wäre in Frankreich so nicht möglich. Und das haben wir die letzten 3 Jahre alle erlebt. Wir haben mitbekommen, wie da gehetzt wurde gegen Leute, die montags friedlich spazieren gegangen sind. Oder auch mal bei einer größeren Demo anwesend waren, zum Beispiel in Berlin im August damals 2021. 2020. Ja. Berichterstattung, nur Gehetze. Also anfangs ganz, ganz schlimm. Das war ja der Grund, weshalb ich dann losgezogen bin mit euch mit dem Livestream, damit ihr seht, was wirklich ist und euch nicht das Framing ganz besonders damals vom Tageslügel geben müsst, weil die haben ja wirklich nur Scheiße zusammengeschrieben. Das war ja so zusammengelogen, das war schwer zu ertragen. Anfangs nur gelogen, geframed, diffamiert. Später konnten sie es dann nicht mehr, weil es hat sich dann rumgesprochen, das stimmt ja so jetzt doch nicht unbedingt. Da waren es dann plötzlich doch nicht mehr alles Nazis. Da hat man es dann versucht, anderweitig zu brandmarken. Das wären die Verschwörungstheoretiker. Rechtsoffen und die neudeutsch geframten Worte, die sie dann versucht haben zu verwenden, um es in den Dreck zu ziehen. Und es hat Jahre gedauert, bis es erste neutrale Berichte über die Demos gab und kritische Berichte über den bisherigen Umgang damit. Also kritische Berichte über den medialen Umgang damit habe ich bisher immer noch keine gesehen. Aber so Ende 2021, wenn ich mich richtig erinnere, 2022, so Mitte des Jahres, da fing man dann an, das Ganze ein bisschen sachlicher zu betrachten, was da damals schon seit Jahren in dem Land los war, wo Hunderttausende teilweise wöchentlich in ganz Deutschland mitgeteilt haben, so aber nicht, liebe Freunde. Vorher hat man das über Monate hinweg in fast jeder Plattform, die ich dazu gelesen habe, nur diffamiert. Dass da mal ein neutraler Bericht über eine regierungskritische Demo kam. Das hat sehr lange gedauert. Ja, wenn in anderen Ländern demonstriert wird, da ist es dann plötzlich, das sind dann keine Nazis, sind keine Schwurbler und keine Verschwörungstheoretiker. Aber das kennen wir ja schon, nicht wahr? Das haben wir ja letztens gesehen, als in Tschechien eine Riesendemo war, in Prag. Da fanden unsere Medien das plötzlich auch nicht ganz so verwerflich, dass die Tschechen da mit tschechischen Flaggen demonstriert haben. Stellt euch mal eine Demo vor mit mehreren hunderttausend Leuten mit Deutschlandflaggen, was da abgehen würde. Das wären ja alles Nazis. Es ist auch bigott, wie man seine eigene Landesflagge als Nazi diffamieren kann. Ich verstehe es nicht. Es sind so Sachen, ich weiß nicht. Es sind Dinge, die sind nicht greifbar, wenn man das irgendjemandem erklären will, der noch nie in diesem Land hier gelebt hat. Irgendwie selber weiß man es, aber ich für meinen Teil kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich weiß zwar, dass es so ist, dass man offensichtlich massiv Angst hat vor der eigenen Landesfahne. Selbst die Murksel, wisst ihr noch, wie sie die Fahne angeekelt weggelegt hat? Geht mal durch die Schweiz oder lauft durch London. Ach, durch ein Land eurer Wahl. Innenstädte. An jeder Ecke eine Flagge. Rumänien, wisst ihr alle selber, an jedem Kreisverkehr eine große Flagge. Und so sollte das auch sein. Das ist völlig normal. Aber hier in Absurdistan. Ach, hier haben wir die Regenbogenflagge gehisst. Ich finde das so abstrus einfach nur. Also, ich weiß nicht, was mit den Leuten falsch läuft. Ich kenne kein anderes Land, das Angst vor seiner eigenen Landesflagge hat. Ich gebe zu, dass die Farben nicht unbedingt die allerschönsten Kombinationen sind, aber das ist halt einfach so und Landesflaggen sind selten Schönheiten. Gut, muss man jetzt so hinnehmen. Gibt auch hässlichere Flaggen, davon mal abgesehen. Aber da ist ja wirklich fast schon ein Angstreflex vorhanden. Die Leute haben Angst, die eigene Landesflagge zu haben. Ich lese gerade, die hängen mehrfach am Reichstag. Na, herzlichen Dank auch, Micha. Das dürfte man ja auch erwarten, dass am Parlamentsgebäude die Flagge des Landes zu sehen ist. Das ist jetzt nur wirklich nichts, was man hervorheben sollte. Mir geht es aber um die Sachen im Alltag. Lauft durch Zürich, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Aber sucht euch ein Städtchen eurer Wahl in einem anderen Land aus. Ihr werdet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein sehr hohes Aufkommen von Landesflaggen, teilweise an Laternenmasten haben. Das gehört da einfach zum Stadtbild dazu. In der Schweiz habe ich es schon mal selber gesehen, in London habe ich es selber gesehen, in Rumänien habe ich es sowieso, also habt ihr es auch im Livestream gesehen. Ich glaube, in Frankreich ist es ganz ähnlich. Das ist das Normalste auf der Welt, dass man die eigene Landesflagge da hat. Da sehe ich, wo ich gerade drüber rede, wir müssen mal ein bisschen umbauen. Jetzt, wo ich hier auf meinem Nachrichtensessel sitze, muss ich irgendwie das Fähnchen hier rüberstellen. Er stand da auf seinem anderen Platz, so, damit wir es auch im Bild haben. Das sieht aber irgendwie... Passt von der Bildaufteilung nicht so gut. Muss ich mir noch einen schönen Platz für aussuchen. Aber es ist doch irgendwie abstrus, dass man in Absurdistan als Einwohner dieses Landes Angst hat vor der Landesflagge. Ich soll in die USA schauen, da hat doch auch jeder an seinem Vorgarten einen Fahnenmast stehen. Die haben teilweise einen richtigen Fahnenmast da stehen. Hat man hier in Kleingartenanlagen teilweise auch, aber da hängt ja eben das Logo der Kleingartenkolonie. Ist ja sicherlich auch schön. Aber man hat im Prinzip keinerlei Bezug dazu, wenn man nicht gerade mal weiß, wo man sich aufhält,
wenn man da durch das Land durchfährt oder so, würde mir nicht auffallen, dass man in Absurdistan ist. In anderen Ländern völlig normal, Ungarn auch. Man fährt in eine Stadt rein, zack, eine Allee aus Flaggen. Und das ist doch nicht Nazi, das ist doch einfach, das ist halt die Landesflagge. Und abgesehen davon, dass diese Flagge nur wirklich mit den Nazis gar nichts zu tun hat, die haben die verboten. Also das nur so am Rande. Die fanden die nicht so schön, das Schwarz-Rot-Gold. Haben die nicht allzu sehr gemocht. Aber gut, kommen wir erstmal zum Ende. Ich hoffe, die Anfangsthemen waren ein bisschen was, wo wir drüber lachen konnten. Der Rest dann eher so weniger. Hatten ja heute schon das ein oder andere ganz Witzige. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Nachtruhe. Die hatten wir jetzt. Wir haben es 2.04 Uhr. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um Feierabend zu machen. Wir haben noch einen kleinen Kater hier. Also ich hoffe nicht, dass ihr einen Kater habt, aber guckt mal, da liegt er. Dem geht's gut, würde ich schätzen. Der fusselt leider immer noch. Alles gut, Katerle? Na, du Schnurri. Wenn du nicht so fusseln würdest, Kollege, schaut euch das an. Da fliegen die Haare. Seht ihr das gerade? Nee, es fällt gar nicht so sehr auf. Oh, mein Guter. Der Kater fusselt auf jeden Fall gut. Also ist jetzt nicht gut, aber da fliegt's. Ist immer so schön, wenn man ein Katzenhaar in der Nase hat und dann niesen muss. Und dann unterstellen einem immer alle, man hätte Zombie. Nein, es ist nur Katzenfellflugzeit. Seht ihr das? Naja, geht so. Oh, mein Guter. Das Winterfell verschwindet langsam. Ist ja auch angemessen. Immerhin waren es heute sonnige 16 Grad. Langsam kommt der Frühling. Boah, puh. Also nein, es stinkt nicht, aber es fusselt. Ja, Kater, halt wieder hinter in die Kamera. Also ich verstehe zwar deinen Kommentar zur aktuellen Politik und ich begrüße das auch. Ich teile deine Meinung, Kollege, aber du musst nicht gleich das Arschloch in die Kamera halten. Ich denke, wir sind da alle einer Meinung. Wir verstehen dein Statement auch so. Ansonsten sehen wir uns nachher wieder. Ja, du Süßer. Lasst euch erstmal nicht ärgern. Wer jetzt ins Bett geht, schlaft alle gut. Wer nicht, dann schlaft später gut oder was auch immer ihr tut. Ist ja euch überlassen. Ihr könnt ja auch noch ein bisschen, keine Ahnung, was Futter oder Nachtspaziergang machen oder sonst was, worauf ihr eben jetzt noch, wofür ihr noch Motivation habt. Wir gucken mal, was Absurdistan uns morgen so an Nachrichten beschert. Ich lese gerade Fell sammeln und einen neuen Kater stricken. Könnte ich eigentlich machen. Noch einen von deiner Sorte. Aber ich glaube, dann hisst die Juna die Flagge und das ist die weiße. Das ist dann nicht die Schwarz-Rot-Gold, denn da hisst die Juna die weiße Flagge. So, ein Katerchen ist genug. Und der schmust ja schon für 10. Hm? Mein Gott. Das ist so ein. Ist es ein Fladdy? Also, ist halt der Fladdestent, der ist ein Unikat. Ein Unikater. Ja, du Guter. Ist es kein Kater, das ist ein Stofftier. Aber jetzt kommen wir zum Ende. Deswegen, bis später dann. Ups, wenn ich jetzt noch weiter rede, sitzen wir um 3 Uhr morgens noch da. Ich komme ja mal nicht zum Ende, das wisst ihr ja. Deswegen, ja, Fladdy. Bis nachher. Da kommen die aus.